Sehr verehrten Damen, meine Herren, lieber Wolfgang Gerhardt, vielen Dank, dass Sie meine Verspätung überbrückt haben. Ich kam aus Köln, heute Morgen von Berlin nach Köln, dann von Köln zurück nach Berlin, hier zu Ihnen. Da ist beim Transfer manchmal der Teufel im Detail. Lieber Wolfgang Gerhardt, wir haben jetzt schon so viele Veranstaltungen zusammen gemacht. Ich bin mir sicher, hätte ich gar nicht kommen können, Sie hätten die Veranstaltung auch alleine bestreiten können und sagen können, was ich sonst auch dem Publikum mitteilen will. Meine Damen und Herren, der Stiftung für liberale Politik ist zu gratulieren zu dieser Veranstaltung aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung wie keine andere politische Stiftung in Deutschland sich mit dem Thema Privatsphäre und digitale Gesellschaft einer der zentralen Zukunftsherausforderungen, wenn nicht vielleicht der zentralen Zukunftsherausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft widmet. Das betrifft uns alle, jede und jeden von Ihnen. Wir unterscheiden uns nur darin, dass die einen wissen, dass sie von der Digitalisierung betroffen sind und die anderen nicht. Betroffen sind wir aber alle, auch meine Großmama, die ihre Briefe auf Büttenpapier mit Füller schreibt. Die hat kein Twitter, kein E-Mail, aber die ist betroffen, weil sie gelegentlich bei einem Versandhandel aus dem Katalog etwas bestellt und spätestens, wenn sie ihren Büttenpapier geschriebenen Brief in den Postkasten steckt, bei dem elektronischen Verteilzentrum der Post, ist sie mit bei der Digitalisierung dabei. Dieser Prozess wird sich in den nächsten Jahren weiter beschleunigen. Dass Daten gesammelt und ausgewertet werden, das verändert das Miteinander in Wirtschaft und Gesellschaft fundamental. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist die einzige der politischen Stiftungen, die sich prominent diesem Feld widmet. Ja, und zum anderen, und damit komme ich ins Thema, lieber Wolfgang Gerhardt, ist Ihnen natürlich für die Terminfindung zu gratulieren. 30.04. Aktueller könnte man es nicht machen, verehrte Anwesende. Das ist nämlich der letztmögliche Termin an einem Werktag vor der Reise der Frau Bundeskanzlerin in die Vereinigten Staaten. Wir können also von hier, ich freue mich, dass Vertreter der Medien da sind, von hier auch die eine oder andere Erwartung an die Frau Bundeskanzlerin adressieren. Wir haben ja alle mitbekommen, dass die NSA, der amerikanische Geheimdienst, auch hier in Deutschland und Europa aktiv ist. Die in einem riesigen Umfang Ihre und meine Daten sammeln, auch wirtschaftlich verwertbare Daten übrigens sammeln. Das Economic Wellbeing der USA gehört ausdrücklich zum Auftrag dieses Geheimdienstes dazu. NSA erlaubt sich, auf Ihre Festplatte zuzugreifen, was deutschen Behörden so untersagt ist. Die können maßgeschneiderte Operationen durchführen, um auf Ihre Festplatte zu schauen. Wissen Sie, gegenüber der Telefonüberwachung oder der Überwachung des E-Mail-Verkehrs, da ist ein Selbstschutz möglich. Man nennt keine Namen mehr am Telefon oder man betrachtet jede E-Mail als Postkarte, so schlimm genug das ist. Aber gegen die Ausspähung der eigenen Festplatte, dagegen kann man sich nicht schützen. Es sei denn durch den Totalverzicht auf solche elektronischen Möglichkeiten zu arbeiten. Deutschen Behörden ist aus gutem Grund der Zugriff auf die Festplatte, die Online-Durchsuchung verwehrt, mindestens sehr, sehr erschwert, auf ganz wenige Ausnahmefälle nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Weil das sowas wie das ausgelagerte Gehirn ist, die Festplatte, wie der große Bürgerrechtler Burkhard Hirsch vor einiger Zeit gesagt hat. Die NSA macht das. Meine Damen und Herren, ich erwarte von der Frau Bundeskanzlerin, wenn sie jetzt nach Washington fährt, dass sie keine Feigheit vor dem Freund zeigt. Wir haben große gemeinsame Themen. Krim, das transatlantische Freihandelsabkommen, von dem wir sehr profitieren können. Ich habe den Eindruck, jetzt ist diese Bürgerrechtsfrage plötzlich lästig und soll so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Man hört so wenig davon. Die Fragen, die die Bundesregierung, übrigens noch die alte schwarz-gelbe Bundesregierung auch, an die Vereinigten Staaten gerichtet hat, was genau in welchem Umfang zu welchem Zweck gemacht wird. Diese Fragen sind unverändert nicht korrekt und vollständig von der Obama-Administration beantwortet.
Die Diskussion über ein No-Spy-Abkommen ist offensichtlich von der Bundesregierung ad acta gelegt worden. Als Frank-Walter Steinmeier in den USA war, ist er vor die Presse gegangen und hat der staunenden Öffentlichkeit erklärt, ja, man habe jetzt einen Arbeitskreis gegründet. Und in dem Arbeitskreis wolle man jetzt über die unterschiedlichen Auffassungen sprechen. Ja, meine Damen und Herren, ist doch längst eine Machtfrage geworden für die Vereinigten Staaten. Und die verstehen nach meiner festen Überzeugung nicht, dass wir so zurückhaltend in diesen wesentlichen Fragen sind. Die Amerikaner schätzen eine unsentimentale und robuste Art des Umgangs und können gar nicht verstehen, dass wir unsere europäischen Werte von Freiheit und Privatheit nicht entsprechend engagiert auch verteidigen. Wir wollen es klar sagen, es ist die Rechtspflicht, die Amtspflicht der Bundesregierung, unserem Grundgesetz und unseren Grundrechten damit auch gegenüber anderen Nationen Geltung zu verschaffen. Und da darf Frau Merkel in Washington kein Schweigegelübde ablegen. Wir erwarten, dass sie weiter darauf drängt, dass die Tätigkeit der NSA in Deutschland aufgeklärt und begrenzt wird auf das, was einem Rechtsstaat auch nur zusteht, meine Damen und Herren. Übrigens hat vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung mit den Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommen befasster BND-Beamter gesagt, wir kriegen nichts. So ist der zitiert worden, natürlich namentlich nicht erwähnt, aber wir kriegen nichts. Und ehrlich gesagt, für mich ist das keine Überraschung. Denn wenn Deutschland alleine mit den Vereinigten Staaten verhandelt, bei allem Gewicht Deutschlands, das ist noch nicht hinreichend beeindruckend. Ich glaube, das wäre eine europäische Aufgabe, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten zu sprechen. Also wenn dieser BND-Beamte sagt, gemeinsam oder alleine bekommen wir nichts, dann sagt er ja eigentlich, wir müssten gemeinsam als Europäer in Washington aktiv werden. Ich erlaube mir mal zu sagen, EU minus Großbritannien als Europäer, also in dieser Frage haben sich die Briten vor einigen Jahren ja entschieden, eher zu den USA zu gehören als zu Europa, aber das wäre nur gemeinsam möglich. Es gibt aber gegenwärtig, meine Damen und Herren, in der Europäischen Union, das ist der zweite Punkt, den ich dann ansprechen will, in der Europäischen Union eine Verzögerung, was die Frage dieser großen Aufgabe gemeinsamer Datenschutz angeht. Und das ist kein Zufall, sondern das geht auch von Deutschland aus. Ich muss das etwas weiter erläutern. Es gibt ja seit einigen Jahren die Absicht, eine gemeinsame europäische Datenschutzregelung zu finden. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Die hätte ein einheitliches Niveau in Europa, Mindeststandards. Und die hätte, ich komme später auf den Punkt nochmal zurück, die hätte vor allen Dingen die Möglichkeit, dass auch die privaten Datensammler endlich vernünftig diszipliniert werden können. Unternehmen wie Google unterliegen ja einem Datenschutz. Und wenn dieses Unternehmen gegen den Datenschutz verstößt, dann wird eine Strafe fällig. Mehrere 10.000 Euro. Da zittert man in der Google-Zentrale. Oh! Da droht eine große Strafe, eine große Sanktion aus Brüssel. Das ist der gegenwärtige Stand. Mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung wäre es aber dann möglich gewesen, dass ein Unternehmen wie Google mit bis zu 5% des Jahresumsatzes zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Das diszipliniert. Das ist für einen Multimilliarden-Dollar-Konzern wie Google eine ernsthafte Ansage, die der Rechtsstaat da aussprechen würde. Das kommt aber jetzt nicht, meine Damen und Herren. Und damit auch der notwendige Diskussionsprozess in Europa weit über die Frage der staatlichen Datensammler hinaus. Das kommt jetzt nicht. Und wissen Sie, weswegen? Weil die deutsche Bundesregierung nach dem Regierungswechsel vom 22. September des vergangenen Jahres diese Europäische Datenschutzgrundverordnung aus dem Verkehr gezogen hat und erklärt hat, das können wir erst später beraten. Das soll nicht jetzt im Frühjahr 2014 vor der Europawahl diskutiert werden, wie ursprünglich geplant,
sondern auf Initiative von Frau Merkel und ihrer eigenen Parteifreunde, der Konservativen in Europa, kritisieren das. Frau Reding, die Justizkommissarin, auf Initiative von Frau Merkel ist diese europäische Datenschutzgrundverordnung jetzt verschoben worden auf das Jahr 2015 oder wann auch immer. Mit der bemerkenswerten Begründung der Deutschen, man habe gegenwärtig keine Beratungskapazität für diese Frage. Da geht es um unsere bürgerlichen Freiheitsrechte, meine Damen und Herren. In die Staaten, aber auch private Datensammler eingreifen. Und da erwarte ich von den Regierungen in Deutschland und Europa, dass sie, wenn es um unsere Bürgerrechte geht, das gleiche Tempo zeigen, das die Regierungen ja bewiesen hatten, als es um die Rettung von Banken ging, meine Damen und Herren. Da hatte man ja das Tempo. Und die gleiche Entschiedenheit, das gleiche Tempo erwarte ich von Regierungen, auch wenn es um unsere bürgerlichen Freiheitsrechte geht. Nächste Bemerkung. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es mit Blick auf die europäische Datenschutzgrundverordnung und europäisches Datenschutzrecht nicht zu einem Fortschritt gekommen ist. Nach meiner festen Überzeugung, egal ob der Sheriffstern eines Innenministers jetzt schwarz oder rot ist, in einer Sache haben sie sofort immer eine identische Auffassung, man muss mehr Daten sammeln. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin im dortigen Innenministerium, eine Sozialdemokratin, hat dieser Tage gesagt, in Deutschland gäbe es ein Verfolgungsvakuum, weil man die Vorratsdatenspeicherung nicht habe. Ein Verfolgungsvakuum gäbe es, das dringend geschlossen werden müsste durch die Vorratsdatenspeicherung. Es gibt keine Untersuchung, die zeigt, dass die Länder, die über dieses Instrument der massenhaften Sammlung der Kommunikationsdaten unbescholtener Bürger, dass sie dadurch irgendwelche Fahndungserfolge mehr hätten. Die Sicherheits- und Datensammlungspolitiker, die erzählen ganz oft davon, aber Fakten gibt es da nicht. Die Vorratsdatenspeicherung wird ja unverändert von der Großen Koalition geprüft. Die SPD hat sie mal zeitweise kritisch gesehen, dann ist es vereinbart worden und Sie erinnern sich, das ist dann begründet worden von Sigmar Gabriel im Fernsehen mit dem Hinweis, ja, bei diesem schrecklichen Terrorakt seinerzeit in Norwegen, Herr Breivik, wo die vielen Schülerinnen und Schüler ermordet worden sind, dem sei man nur auf die Spur gekommen, weil man in Norwegen die Vorratsdatenspeicherung hätte. Meine Damen und Herren, Norwegen hat keine Vorratsdatenspeicherung. Die haben dafür zwar mal ein Gesetz geschaffen, aber die nutzen das nicht. Es hat nichts damit zu tun. Das wird alles vorgegeben. Und ich finde, meine Damen und Herren, für diese dreiste Lüge hätte sich eigentlich Sigmar Gabriel seinerzeit entschuldigen müssen. Dass auch noch ein solcher Terrorakt für den Zugriff auf unsere Daten hier in Deutschland herhalten muss, halte ich nicht für seriös, nicht für politisch verantwortbar. In Wahrheit geht es darum, dass wir alle unter einen Generalverdacht gestellt werden, wenn unsere Daten gesammelt werden. Und so mancher von Ihnen hier wird jetzt im Geheimen denken, ach ja, die FDP mit dieser Vorratsdatenspeicherung die letzten 4 Jahre, ich kenne sie, ja, den einen oder anderen hier kann ich es am Gesicht ablesen, dass er in Wahrheit denkt, naja, also Vorratsdatenspeicherung, ich habe doch nichts zu verbergen. Sollen die doch die Daten da speichern? Soll das denn? Oder? Hand aufs Herz, der eine oder andere denkt hier so. Wenn Sie schon denken, ich habe doch nichts zu verbergen, der Staat kann reinschauen, muss ich Ihnen sagen, unterlägen Sie einer Untertanenmentalität. Genau andersrum wird nämlich ein Schuh draus. Gerade weil Sie und wir alle nichts zu verbergen haben als unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, hat auch der Rechtsstaat nicht in unsere Privatsphäre reinzuschnüffeln. Können wir denn auch sicher sein, dass die Daten, die da gesammelt werden, immer von den Behörden auch tatsächlich genutzt werden? Rechtsstaatlich kontrolliert? Ist das sichergestellt? Bei WikiLeaks haben die USA auch nicht gedacht, dass die schlüpfrigen Kabelberichte irgendwann mal weltweit verfügbar wären. Sony, die viele Online-Spiele anbieten, da hat man irgendwann mal Millionen Kreditkartendaten weltweit auffinden können im Internet. Und jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, dass in Deutschland von den Telekommunikationsunternehmen gespeichert wird, und zwar längerfristig von uns allen, wann sie wo, mit wem telefoniert, E-Mail ausgetauscht, SMS geschrieben haben. Wird ja auch der Ort, wo sie es machen, die Zeit, wird ja alles gespeichert. Und das kommt in falsche Hände aufgrund von krimineller Energie.
oder menschlichem Versagen oder technischem Versagen. Kommt in falsche Hände. Und Wolfgang Gerhardt weiß, was kommt. Er muss nämlich dann oft dran glauben. Stellen Sie sich mal vor, das ist alles öffentlich und dann kann jeder sehen, wann, wo Wolfgang Gerhardt mit wem kommuniziert hat. Das können Sie sehen, seine Frau kann das sehen. Jeder kann sehen, wann, wo jemand gewesen ist oder wo er eben nicht gewesen ist und anderes gesagt hat. Das ist jetzt im Fall von Wolfgang Gerhardt kein Problem, lege ich meine Hand für ins Feuer und gebe ihm auch ein Alibi. Aber es hat Phasen im Leben von Horst Seehofer gegeben, da ist ihm nicht recht gewesen, dass seine Frau über sein Privatleben Bescheid weiß. Und verstehen Sie, was damit verbunden ist? Die Befürchtung, dass private Lebensführung, private Entscheidungen und die Kommunikation öffentlich werden könnten, alleine die Befürchtung führt zu einer Veränderung des Verhaltens. Wer glaubt, beobachtet zu werden, der verändert sein Verhalten. Damit bin ich beim letzten Punkt. Das hat der Chef von Google, ehemaliger Chef von Google, Eric Schmidt, auf einen sehr bemerkenswerten Satz zusammengefasst. Der hat einmal gesagt, vor einigen wenigen Jahren, wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass Sie alle erfahren, tun Sie sie nicht. Wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass Sie alle erfahren, tun Sie sie nicht. Weil er weiß, mit den Algorithmen aus den Suchanfragen von uns allen kann man sehr präzise ermitteln, was man für eine Persönlichkeit ist, was für ein Leben man führt. Die haben mal gesagt, also wir wissen, was sie wollen, bevor sie es eingegeben haben. Bevor sie es denken, wissen wir schon, was sie aus ihrem vergangenen Verhalten, was sie tun werden. Wenn es Dinge gibt, von denen sie nicht wollen, dass sie alle erfahren, tun sie sie nicht. Meine Damen und Herren, mit der Digitalisierung unseres Lebens ist also offensichtlich für manche eine Art Selbstzensur verbunden. Und das ist die empfindlichste Freiheitseinschränkung, die ich mir vorstellen kann, aus Angst beobachtet zu werden, sein eigenes Verhalten im privatesten Bereich einzuschränken. Und davor muss uns der Rechtsstaat mit klaren Regeln bewahren. Der muss dafür sorgen, durch seine Regeln, dass jeder an den wunderbaren Möglichkeiten der neuen Medien teilhaben kann, ohne gegen seinen Willen gleichzeitig auch ein gläserner Bürger zu werden, meine Damen und Herren. Denn die Privatsphäre, unsere persönlichste Freiheitssphäre, das ist das Gut, dem der Rechtsstaat verpflichtet ist. Und ich schließe damit, einen Blick nach vorne auch für unsere Diskussion, dass das nicht eine Frage ist, die wir Liberale traditionell gesehen haben, wo es zunächst und zumeist darum geht, den Staat im Verhältnis zu den Bürgern zu bändigen. Das ist die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise, das ist die Frage NSA. Da haben wir intensiv gearbeitet. Ich bekenne selbstkritisch, möglicherweise hat sich die FDP an diesem Thema auch so stark festgebissen, dass wir die eigentlich mindestens genauso große, wenn nicht größere Herausforderung nicht hinreichend in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Die ist nämlich mit staatlichem Recht die kommerziellen Datensammler so zu disziplinieren, dass die nicht zu einer Bedrohung unserer bürgerlichen Freiheiten werden. Das ist nichts, was wir da brauchen, nichts anderes als der gute alte Ordoliberalismus, der einen klaren Rechtsrahmen setzt, innerhalb dem man sich frei bewegen können soll, der aber dazu führt, dass es eben nicht das Recht des Stärkeren gibt. Ich bin in großer Sorge, dass wir an den Datenmärkten kurz davor sind, das zu erleben, was wir an den Kapitalmärkten in der Vergangenheit schon bezeugen mussten. Dass dort der Autopilot übernimmt. Strukturen entstehen, entfesselte Dynamiken entstehen, die keiner mehr kontrollieren kann. Ein Konzern wie Google mit 95% und mehr Marktmacht, kann der nicht seinen Kunden, die dort Werbung schalten wollen, inzwischen die Bedingungen diktieren? Matthias Döpfner hat in einem Brief bekannt, er habe mit seinem Konzern Angst vor der Marktmacht von Google. Ich glaube, in dieser Situation würde Ludwig Erhard Google den Kartellbehörden zur verschärften Beobachtung empfehlen. Und möglicherweise werden wir in einigen Jahren darüber diskutieren, dass wir nicht nur Bankenaufsicht brauchen,
sondern auch gewissermaßen Datenbankenaufsicht, um zu schauen, was diese marktbeherrschenden Unternehmen, die inzwischen ja nahezu Infrastrukturcharakter haben, was die eigentlich da veranstalten mit unseren Daten und inwieweit die überhaupt noch einen offenen Marktzugang erlauben. Also mit diesen ordoliberalen Mitteln sowohl die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit in digitalen Medien zu erhalten, als auch unsere bürgerlichen Freiheitsrechte zu schützen, das ist die Kernaufgabe zum Thema Privatsphäre und digitale Gesellschaft, der sich Liberale stellen wollen. Meine Damen und Herren, ich bin, und damit will ich schließen, ich bin sehr froh, dass wir Ranga Yogeshwar hier heute bei uns haben, um mit uns zu diskutieren, weil er auch zu denen gehört, die diesem Thema unserer deutschen Öffentlichkeit mehr Sensibilität und mehr Aufmerksamkeit durch seine vielfältigen Aktivitäten verschafft. Meine Befürchtung ist nämlich, dass viele gegenwärtig immer noch entweder mit mangelndem Problembewusstsein oder mit totaler Resignation auf diese Frage schauen. Die einen resignieren, die Hans-Magnus Enzensbergers, der gesagt hat, in einem Zeitungsaufsatz geschrieben hat, wenn Sie ein Handy haben, schmeißen Sie es weg. Also die Resignation. Der Justizminister Nordrhein-Westfalens, ein Sozialdemokrat, der neulich gesagt hat, er habe sich jetzt einmal mit dem Online-Banking beschäftigt. Folglich nutze er es nicht mehr. Also das ist die Resignation, das wollen wir nicht. Aber auf der anderen Seite, das unkritische Arbeiten mit digitalen Medien, das ist eben auch nicht realistisch und nicht verantwortbar. Und deshalb ist es gut und richtig, dass sich die Naumann-Stiftung mit der Frage beschäftigt und kluge Journalisten wie Ranga Yogeshwar für dieses Thema werben. Und wenn Sie eine Partei suchen, die sich mit dem Thema beschäftigt, dann kann ich Ihnen als objektiver und unparteiischer Beobachter auch eine empfehlen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen ganz schnell.